meine Damen und Herren. Ich heiße nicht nur Rade Vukovic, sondern euch auch herzlich willkommen zu dieser Produktvorstellung. Viele von euch kennen es ja bestimmt. Man hat gerade Lust auf etwas Süßes, aber dann denkt man sich, es ist schon zu spät, enthält viel zu viele Kalorien, es macht nur dick. Genau mit dieser Problematik beschäftigt sich eine Handvoll renommierter Ernährungswissenschaftler der Health for You GmbH, ein Vorzeigeunternehmen der Uni Wien. Um welches Produkt handelt es sich genau? Es handelt sich um unsere neu entwickelte A-Plus-Schokolade, die in großem Volumen eine geringe Menge an Kalorien an den Körper übergibt. Das Hauptgeheimnis dieses Wunderprodukts ist High Fructose Corn Starch, ein Nährstoffindikator, welcher der herkömmlichen Glucose sehr ähnelt, jedoch macht dieser schneller satt. Sprich, man nimmt in kleinen Mengen viel zu sich, jedoch das Ganze zu einer geringen Kalorienanzahl. Dieses Produkt wird Sie einen großen Schritt näher zu Ihrer optimalen Sommerfigur bringen, um das Ganze auf den Punkt zu bringen. Dieses Produkt wird Sie sicherlich keinen Schritt näher zu Ihrer optimalen Sommerfigur führen. Dieses Produkt existiert gar nicht. Mein Kollege hat euch belogen. Dieser kleine, tollpatschige Ausrutscher von mir bestätigt einfach nur, dass meine Seriosität keinesfalls ernst zu nehmen ist, beziehungsweise wirklich immer noch so seriös. Ich glaube nicht, oder? Wisst ihr, was High Fructose Corn Starch ist? Es ist tatsächlich ein Nährstoffindikator. Aber was ist ein Indikator? Ein Indikator ist ein Hilfsmittel, welches den Menschen gewisse Informationen übermittelt bzw. anzeigt, die aber nicht immer halten, was sie versprechen. High Fructose Corn Starch. Dieser aus Mais gewonnene Zucker ist für den Körper keineswegs gut. Ganz im Gegenteil. Es entwickelt gegenüber dem konsumierten Produkt eine Sucht und lässt das Sättigungsgefühl meist nur eine kurze Zeit lang anhalten. Nebenbei ist es einer der Hauptbestandteile an jeden Fleischboulette in unserem Big Mac, in unserem Cheeseburger, in unserem TS Royal, in unserem Grilled Chicken Wrap und wie es nicht alle heißen. Seid doch mal ehrlich. Wer von euch hätte ihm diese Geschichte abgenommen? Oder zumindest den Gedanken in Erwägung gezogen, seine Geschichte abzukaufen. Wisst ihr, wie man so etwas, was er hier gerade abgezogen hat, nennt? So etwas nennt man Manipulation. Die Tatsachen zu verdrehen und mit seriösem Auftreten so viele Leute wie möglich auf seine Seite zu locken. Wissen ist Macht, die mächtigste Waffe eines jeden. Würden Menschen öfter nicht nur auf seriöses Auftreten achten, sondern Worte hinterfragen und anzweifeln, dann würden Sie wissen, dass ein solches Nährstoffhilfsmittel nicht gesund sein kann und somit keine langfristige und mit Erfolg gekrönte Diät ermöglichen kann. Sapere aude, wage es weise zu sein. Trau dich aufzustehen und zu sagen, ohne handfeste Beweise behaupte ich, dass dieser Mann einen Blödsinn erzählt. Ich kann mich in den Kopf des ein oder anderen von euch hineinversetzen. Ihr denkt euch bestimmt, da ist so ein Typ, ordentlich angezogen, erzählt mir irgendwelche komplizierten, aber gescheit klingenden Dinge, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Aber das muss passen. Das muss gut sein. Egal wie man es nennt. Manipulation, Beeinflussung, Lenkung, Lobbying, Überredung, Verführung oder Verhetzung. Jedes dieser Begriffe trifft den Nagel auf den Kopf. Wir Menschen lassen uns viel zu häufig von Männern in Anzug und Krawatte täuschen. Wir beide wissen, wovon wir reden. Wir beide stammen ursprünglich aus Ländern, in denen Korruption auf politischer Ebene omnipräsent ist. Egal ob Viktor Orban, egal ob Milorad Dodik, egal ob Möchtegern-Diktator oder verlogener Volksverhetzer, den Leuten die Köpfe mit eigenen Ideologien zu füllen. Ist dies nicht eine Form von Manipulation, gegen die man sich mit Wissen wehren könnte? Den Rumänen Geld anzubieten für die Annahme der ungarischen Staatsbürgerschaft, nur um gewählt werden zu können? Und jegliche Versuche der Bevölkerung, die aktuelle Regierung abzulösen, unterbunden werden? Ich möchte euch nicht volllabern, wie Dodik uns anlügt, dass Cash klaut und uns im Glauben lässt, dass seine Vorwände die Serbische Republik in irgendeiner Art und Weise weiterbringen sollen. Wir sind bereit, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Jedoch sind wir nicht bereit, uns mit der gleichen Kritik auseinanderzusetzen. Jeder spielt seine unwichtige kleine Rolle. Hält sich für was Besseres, schaut nur auf sich selber. Jedoch hätten wir zusammen eine sehr wichtige Masse vertreten können.
Doch sie halten alle nur ihren Mund und nicken zum Rhythmus. Das System überrollt sie, sie sind ihr ganzes Leben lang am Abgrund. Früher wählten die Leute bewaffnet mit Wissen ihre Züge auf dem Schachbrett des Lebens, um ihr Geld mit Bedacht einzusetzen. Heute spielen die Politiker Monopoly und jonglieren mit Barem wie das Männchen mit dem schwarzen Zylinder und dem grauen Bart. Heißt es dann nicht, dass auch Politiker sogenannte Indikatoren sind, die nicht immer halten, was sie versprechen, die mit kleinen Versprechungen die Leute an ihre Seite ziehen, jedoch das versprochene Sättigungsgefühl nicht lange anhält? Aber wenn alle Politiker nur stumpfe Möchtegern-Diktatoren, Lügner und Diebe sind, dann sind doch genauso deren Wähler nur dumme Bürger mit einem Mangel an Wissen, oder? Heute werden sie sagen, dass alle schlimme Dinge getan haben und denken, die Geschichte sei somit vergessen. Aber nach all diesen Jahren wissen wir einiges. Ich fürchte, das wird nicht so einfach gehen. Danas će reći da su zločine činili svi i misle da će tako tu priču završiti. Ali nakon svih godina mi jedno znamo, bojim se da to nije baš tako jednostavno. Da stimme ich dir vollkommen zu. In uns liegt die Zukunft. Und auch wenn sie teils in den Scherben liegt, nehmen wir diese in unsere Hand und lassen eine neue Ära anbrechen.